Und wir bleiben in Tübingen, denn auch im Tübinger Landkreis erinnerte man am Donnerstag an die Opfer des Holocaust. Im Rahmen einer Gedenkveranstaltung auf dem jüdischen Friedhof in Wankheim sowie einer Online-Veranstaltung, bei der auch der Lili Zapf Jugendpreis verliehen wurde. Tübingens Landrat Joachim Walter betonte in seiner Eröffnungsrede den gesellschaftlichen Auftrag, dafür Sorge zu tragen, dass sich die Geschichte nicht wiederhole. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist für das Erinnern essentiell, den Opfern Namen und Ort zu geben, ihre Schicksale an uns heranzulassen, um dem Antijudaismus in seiner vielfältigen Gestalt zu begegnen und mutig entgegenzutreten. Yad Vashem, die Gedenkstätte in Jerusalem, heißt übersetzt Denkmal und Name. Nur wenn wir die Erinnerung wachhalten, haben wir eine Chance, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Entsprechend bedankte sich Walter auch bei den im virtuellen Raum anwesenden Jugendguides. Die rund 20 jungen Erwachsenen hatten sich 2020 in ihrer Freizeit zu qualifizierten Begleitern an Orte des Erinnerns an NS-Verbrechen ausbilden lassen. Der Lilli-Zapf-Preis wird seit 2002 an Gruppen und Einzelpersonen vergeben, die sich vorbildlich, gesellschaftlich und insbesondere erinnerungskulturell engagiert haben. Das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro stellt der Landkreis Tübingen zur Verfügung. Dieses Mal soll das Preisgeld in die Gestaltung eines Gedenkbuches für den jüdischen Friedhof in Wankheim fließen.